Und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro! The Dawn of a New Era! Mit Yugi gegen... Raphael! Das letzte Raphael-Duell! Machen wir jetzt beide Schere, dann haben wir es komplett alles identisch. Schade. In meinem Arsch. Oh mein Gott, ich habe den besten Start, den ich mir vorstellen kann für ein Duell. Ich weiß nicht ganz. Kann ich nicht einschätzen. Okay, Siege. 3000er Monster. Jupp. 2 3000er Monster. Fürs das dritte auch noch gleich raus. Wait, du kannst mich mit 3000er TK jetzt direkt angreifen, what the fuck? Woher weißt du das? Ja, scheiße. Ja, scheiße, Alter, what the fuck? Ich musste 10-mal auf Nein drücken wegen dieser blöden Schnellzauberkarte in meiner Hand, aber ich hab's geschafft, du bist zu dreiviertel tot. Ja, geil, was soll ich machen? Wenn ich ein Monster beschwöre, bin ich ganz tot. Also ja, ich beschwöre ein Monster, aber... Naja. Ach, nimm die Zauberkarte, die ist doch toll. Gibt's nur eine, die ich nehmen kann? So, musst du Zauberkarte nehmen. Ich kann nur eine Zauberkarte nehmen. Alles andere fliegt auf Friedhof. Ich glaube, die Karte ist dafür gedacht, damit mal der Timaeus und Kermos drankommt. Weil das sind ja Zauberkarten. Das wäre was, ja. Aber die habe ich halt schon. Ich bräuchte jetzt eigentlich Schwarze Magier und Schwarze Magier Mädchen. Hä? Bin ich blöd? Schrumpfen sagt, ach so, die Grundattacken werden halbiert. Deswegen. Interessant. Naja, gut, 1-0 für Raphael. Haha, 2-Minuten-Part. Gott, ich liebe Wächter Eatos. Schade, dass die nur zweimal im Deck ist und nicht dreimal. Wäre aber, glaube ich, auch too much. Oh, diese Karte, die ist sowas von bescheuert, warum soll man die benutzen? Warte mal, den kann ich nicht spielen, den kann ich nicht spielen, den kann ich spielen. Dann habe ich aber... Die Karte würde was bringen, wenn ich das nicht auch auf der Hand habe. Naja. Ja, keine Ahnung, soll ich jetzt das setzen, damit da was da liegt? Werden müde. Fangen wir doch erstmal mit einem schönen 8-Sterne-Monster an. Wie du das immer ziehst! Ziemlich häufig, zugegeben. Aber du weißt ja, das Deck mischt sich von selbst. Ich kann da überhaupt nicht schummeln. Es ist halt einfach so. Ja, das Deck schummelt automatisch. Das Deck schummelt absichtlich. Mit einem Raphael-Deck richtig Pech gehabt und ich glaube, das ist sogar der Part, der als erstes hochgeladen wurde mit Raphael-Deck, weil du den epischen ja gelöscht hast. Toll, das bringt mir nichts. Den einzigen Part, wo ich Wächter Brachialsense aufrufen konnte, den hat er gelöscht. Den habe ich doch mit eingebunden. Echt jetzt? Oh, cool, dann habt ihr es ja gesehen, geil. Und einen endlos langen Part gemacht daraus. Toll, ich freue mich, das zu sehen. Jetzt bringt mir das nichts. 16.000. Schade, dass du keine verräterischen Schwerter gezogen hast. So scheiße. Du, mein schwarzes Magiermädchen bringt mir auf den Friedhof mehr als in meiner Hand. Dann bringen sie um. Ja, kann ich ja nicht. Ich kann sie ja nicht einfach spielen. Ich muss ja immer ein Monster opfern. Du machst nichts Monster weg, da kann ich natürlich ganz opfern. Also kann ich es die ganze Zeit nur auf der Hand halten. Ups, Mist, hab mich verklickt. Ich wollte eigentlich auf Battleface. Solltest nicht schummeln. Vor allem, weil ich jetzt eine Möglichkeit gezogen habe, sie auf den Friedhof zu schmeißen. Naja, ob ich dir eine Runde mehr oder weniger gebe. Die Scharte schmeiß ich auch weg, die mag ich nicht. Dann zeig mir, was du jetzt kannst, dadurch, dass sie auf dem Friedhof ist. Ist das jetzt so gut? Naja, also... Du brauchst immer noch ein Monster mit mindestens 2850 Angriffspunkten, damit du mich besiegen kannst. Oder wieder so einen tollen, ich töte dich einmal pro Runde Effekt. Kann ich den nur mit, warte, ich...
Ciao erstmal. Das erste Mal Joey war stärker wieder als Yugi. Warte, was? Du wolltest sie wegen Wiedergeburt auf dem Friedhof haben, jetzt hättest du sie vielleicht auch einfach opfern können. Also per Opfer auch. Ah, okay, und jetzt hast du den und jetzt machst du das. Was das macht's der? Nicht stärker. Naja, wahrscheinlich der kommt Göttin. Der Effekt beim Angreifen. Mal gucken, was passiert. Hä? Lass mich mal lesen, was kann das Ding? Rüste diese mit dieser Karte aus. Solange diese Karte ein Monster durch diesen Effekt ausrüstet, annulliere den ersten Effekt, der von deinem Gegner während jeder Battle Phase aktiviert wird. Zusätzlich kann das ausgerüstete Monster danach, während dieser Battle Phase, einen zweiten Angriff durchführen. Warum genau denkst du, dass es dich stärker macht? Weil ich von Ausrüstungszauberkarten eigentlich immer von ausgehe, dass sie mich stärker machen. Da steht aber tut in mir dem leid. Kompletten Text ist hier. Ja, tut mir leid, ich gehe von Ausrüstungszauberkarten davon aus, glaubst du, ich lese die Menge an Text, die da steht. Leider aber. Ja, 5 Tonnen Text mir jetzt vorgeworfen, mir nein! Ich mache einfach und guck, was passiert! Übrigens, Thema Schnellzauberkarten. Ich habe Schrumpfen auf der Hand und sie will sich jedes Mal aktivieren lassen. Vorhin hatte ich Schrumpfen auf der Hand und auf dem Spielfeld und die auf dem Spielfeld hat sich nicht aktivieren lassen. Von wegen, Schnellzauberkarten müssen immer auf dem Spielfeld sein. Du kannst die Schnellzauberkarte von Hand aktivieren, weil du gerade dran bist. Ah. Dann spiele ich sie in Mainphase 2, damit ich sie bei dir benutzen kann. Schwerelosigkeit. Oh. Toll. Ganz ja, toll. Dreh deine Monster um. Jetzt kannst du mit mehr als. Also mit 2000 Angriffspunkten kannst du mich ja jetzt besiegen. Nein, kann ich nicht. Oh Mist, ich hab. Hä? Ah ja, gut, aber. Das macht jetzt auch nur deine ATK stärker. Ich wollte eigentlich auch auf Attack-Modus wechseln, aber das kann ich ja gar nicht. Vor allem, hä, warum passiert das noch nicht? Ach so. Hä? Okay. Ich kann sie nicht umdrehen, die waren ja gerade in der Battle Phase. Ja, aber warum machst du denn diese Zauberkarte? Schrumpfen, einfach so. Und die andere, na, die musste ich aktivieren, als ich mein Monster aktiviert habe. Das Einzige, was schräg ist, ich durfte Elmar Schmetterlingsdolch nicht wieder auf die Hand zurücknehmen. Obwohl ich sie doch mit dem Effekt geopfert habe, so wie vorhin auch. Vorhin hat es doch auch funktioniert. Finde ich sehr schräg. Mein Schmetterlingsdolch, ich will ihn wieder haben. Ach, keine Ahnung. Bin verwirrt. Ein Monster. Ja. Ah, hier ist er. Was? Der Wächter Brachialsense gezogen, das ultimative Megamonster. Hä? Okay. Kannst du den überhaupt aufmachen? Ich kann ihn nicht spezial beschwören. So viel dazu. Das erklärt nicht meine Frage, ob du den aufmachen kannst. Kann ich nicht. Es war egal, ich wollte nur mein Monster töten. Aber es darf nicht einfach geopfert werden. Dann kann ich nämlich mein anderes Monster nicht spezial beschwören. Wächter Iathos muss aber in eine bestimmte Art und Weise vernichtet werden, damit ich das kann. Ja, wenn du das weißt, warum hast du das denn so gemacht? Na, ich hab's halt nicht so genau gelesen. Also dann wolltest du doch mal eine Chance haben, oder nicht? Ah ja, ich kann doch noch nicht angreifen. Oh. Na, welchen Glück. Naja, aber schau mal, da liegt ein schöner Totenkopf, findest du nicht? Verdammt! Ich kann den nicht aufdecken, es kostet an. Ja. Eine Runde habe ich noch Ruhe. Ach, ernsthaft? Da hätte ich ja lieber eine der anderen beiden zerstört. Keine Ahnung. Bin verwirrt. Also, oh Gott, kotzt mich das an. Ich kann mein Monster nicht benutzen. Jetzt tötest du es. Ich habe diesen Wächter von Gral noch nie im Angriffsmodus spielen können. Ich will das einmal hinkriegen, bevor ich mit Raphaels Deck aufhöre. Spielen jetzt so lange weiter. Ich meine, der 2500.
Angriffspunkte, nicht Verteidigung. Ich bin Game Over. Achso, diese Axt, ist die nur einmal in deinem Deck drin oder was? Welche Axt? Ja, die Axt! Schwerkraft-Axt, ja, die ist nur einmal im Deck drin, genauso wie alle anderen Spezialausrüstungszauberkarten, die nicht abhängig sind. ETF kommt mir so vor, wie jetzt würdest du die voll auf 10, aber gut. Die Axt hatte ich kein einziges Mal. Warte, Schmetterlingsdolch ist zweimal drin, aber ist auch die Schwächste. Ja, deswegen hast du die auch so oft. Wow, das ist mal eine kranke Karte. Die ich nicht benutzen kann. Das ist jetzt eins meiner Monster aus. Ich verstehe mal nicht so ganz, was das Ding macht. Greif mich mit deinem herbeigerufenen Totenkopf zuerst an, bitte. Du müsstest, theoretisch dürftest du nur 1000 Schaden machen. Und warum soll ich die mit denen zuerst angreifen? Damit wir sehen, ob es stimmt. Verdammt, du hast drei Monster da. Ach so. Ach so, weil du dann tot bist. Oh, 2500. Dann ist es wohl nur, wenn du quasi ein Monster von mir zerstörst. Wahrscheinlich. Na gut, es steht ein. Wahrscheinlich. Aber jetzt mache ich ernst, Dennis. Du machst ernst. Oh. Oh, da ist ein Siegel. Und oh, da ist wieder ein 3000er Monster. Und diesmal aufweiche ich nicht einfach so vor The Lulz sozusagen. Lese ich mir nochmal den Effekt von dem anderen Monster richtig durch. Erstmal, was auch immer da liegt, ist es weg. Gut, dass ich die zweimal habe. Das ist... Dieser Kuribo-Bandit, den kann ich fast nicht benutzen. Du weißt, das ist ein 3000er Monster. Kann ich nicht sagen, dass ich einen Zug mal kein Monster spiele, wenn ich noch keins gespielt habe. Ach, danke. Schön, den brauche ich nicht. Ja, wurscht. Zerstört der meine Karte einfach nochmal. Warte mal. Ja, es ist die gleiche. Selbe, okay. Habe ich vorhin doch gesagt. Nein, das kann ich nicht bringen. Wenn du ein anderes Monster spielst, bin ich ja dann tot. Das hier ist die super tolle Eartos-Karte, die ihn super OP macht. Nachdem sie auf dem Friedhof gelandet ist. Was ich selbst machen kann mit meinem eigenen Effekt. Dein Bandit hat... echt ein Scheißeffekt. Jetzt traust du dich. Das hätte ich wohl nicht gemacht. Du musst echt sehr zuversichtlich sein, dass dir diese elegante Wohltäterin den Tag retten wird. Und du gibst mir unendlich viele Monster, die ich jetzt verbannen kann. Ach stimmt, das ist bewusst. Du kannst die scheiß Dinger ja verbannen. No. Was ich gar nicht möchte. Sag mal, du hast doch hoffentlich irgendwas, um das jetzt zu verhindern. Natürlich habe ich was, um das zu verhindern. Was glaubst du denn? Ich hätte beinahe wieder auf aktivieren gedrückt. Ups. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte Himmelsschwert Eartos nicht als erste Ausrüstungszauberkarte vernichten lassen. Oh, hast du irgendwas im Friedhof, was mindestens 2000 Angriffspunkte hat? Das wäre ja krass. Oh ja, hast du. Das heißt, du kannst jetzt einfach meins zerstören und deins zerstören. Oh nein, du kannst... Oh, okay. Du drehst das Duell gerade richtig gut um. Also dafür muss man dir echt applaudieren. Wir hast das jetzt plötzlich hingekriegt. Warte, was hat mein Monster für einen Effekt? Einmal pro Spielzug erwähnen, schwer ist. Du kannst dann auf... Kannst deine
Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen. Du kannst da irgendwas auf dem Spielfeld. Oh. Okay, machen wir. Das wollte ich sowieso loswerden. So, was passiert jetzt? Wenn ich jetzt mein anderes Monster in der Hand gehabt hätte, hätte ich spielen können. Schade. Ach, okay, die kann ich jetzt noch nicht aktivieren. Egal. Ich bin jetzt also vollkommen. Einmal direkt angreifen, bitte, danke. Ah. Ach, fuck, und jetzt ziehe ich die. Verarsch mich. Warte mal. Das ist mein einziges. Das ist das einzige Monster beim Friedhof! Oh. Okay. Nein, das bringt mir jetzt nichts. Lass mich den Text lesen, da steht. Jetzt machst du zwei. Falls in deinem Friedhof keine Monster liegen! Ja. Da liegen keine Monster. Und das machst du jetzt mit dem anderen auch nochmal. Was für einen anderen? Ja, war das nicht genau die Karte, die du gerade aus dem Friedhof geholt hast? Ich habe gerade mein Monster aus dem Friedhof geholt, Dennis. Da steht mein Monster schon, siehst du's? Nein. Kannst du sehen? Ach so, ich dachte, du hast das gemacht, damit du den halt, weil du noch einen gezogen hast davon. Ja. Du mich verstehen? Hä? Ach Mist, jetzt schmeißt du meinen ganzen Friedhof weg, richtig? Nein, nur die ich für wichtig halte. Magiermädchen zum Beispiel. Und der Rest ist eigentlich egal. Ach, da lag noch ein Mädchen drin. Ah. Was? Nee. Verarsch mich! Du kannst es einfach einmal pro Spielzug machen. Ich komme gar nicht dazu anzugreifen, oder? Wie lächerlich ist das? Naja, das heißt, das ist ein starkes Magiermädchen. Eigentlich nur noch so casual digital spiele, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja, hier. Oh. Damit könntest du noch einen Zug überleben, wenn ich nicht Kuribo spiele. Aktivieren? Oh. Wenn man das auf die Orikal kürzt, ansonsten mache ich was kaputt. Und Yugi hat tatsächlich Raphael besiegt. In der Serie. Wow. Der Karten war ja, aber nicht dabei. Mit dem Drachen. Wollen wir nochmal spielen? Wieso? Der Part war doch echt lang genug. Und? Du willst den ernsthaft rufen? Na dann, viel Glück. Du meintest ja, du wolltest so lange spielen, bis du den anderen rufen kannst, mit der komischen Axt. Dann machen wir beides. Du versuchst, deinen Amulettdrachen zu rufen, ich versuche, Brachialsense zu rufen. Ja, und der mit der Axt wäre natürlich auch nett. Wenn ich den ein einziges Mal in Angriffsmodus spielen könnte, wäre ich echt glücklich. Ich glaube 18 war's. Mir egal, es kann auch ein 2-Stunden-Part werden. Die sind eh so klein, die Dateien, das stört dich ja nicht. Blatt. Oh, verdammt, du grinst. Oh, ich hab mal was ganz anderes gezogen. Fuck, ich habe ein komplett falsches Deck genommen. Ernsthaft? Ja. Ich bin nur verloren. Zum Glück, ich hatte echt Kack-Handkarten. Nein, nicht 1000. 1000 wäre ein bisschen wenig. 4000 ist schon, naja. Ja, das brauche ich. Wir haben Yugi 19. Du bist dran. Wolltest du nicht irgendwas machen? So, duellmäßig? Was? Audiodateimäßig. Schön, dass du lagst. Wie viele Tipps muss ich dir noch geben? Das ist jetzt irgendwie sehr witzig. Kannst du das jetzt etwa gleich machen? Na dann, Amulettdrache erste Runde, komm, gib mir. Achso, du meinst, du kannst unendlich Karten ziehen. Na gut. Ja, so circa, warte, die schmeiße ich noch weg. Und hier, schau mal! Hab ich den? Ich schmeiß ich weg, die finde ich doof. Und... Äh,
Ja, komm, schmeißen wir einen von denen weg. So. Autsch. Also da ist schon mal ein schwarzer Magier. Ich brauche jetzt das Herz der Karten, um Wächter Eatus zu ziehen. Ja, wie gefällt er dir? Oh, vielleicht hätte ich meine... Vielleicht hätte ich die Karten auch noch platzieren sollen. Ach, naja, egal. Wir schon nichts Dummes machen. Oder? Hä? Was ist das? Ja, was passiert? Ja, nichts erstmal. Ja, dann mach aber weiter. Ich brauche jetzt ein Monster von dir. Ah! Du kannst die Karte nur aktivieren, wenn sich keine Karte in deinem Friedhof. Andererseits. Wähle ein Spiel. Was ist das hier? Wächter-Brachial-Sense. Warte mal, was ist, wenn ich den wegnehme? Du hast nur drei zur Auswahl, entscheide dich. Ey, was? Ich hab doch drauf gedrückt! Ich hab doch drauf gedrückt! Redest du? Ich hör dich nicht. Ich hab doch drauf gedrückt! Ja, ja, geil. Verbindung ist verloren gegangen, steht da. Hm, ah, mein Programm ist noch an. Läuft. Disconnect. Instant. What the fuck? Hallo? Oh, mein Programm ist am Abschmieren, das ist ja lustig. Na, okay, dann machen wir einfach ein X. Oh, hallo, da bist du ja wieder. Schön, dass ich dich auch mal hören kann. Öffnest du den Raum neu? Ja! Gott. Krieg das auf, warum passiert das immer? Weiß ich nicht. Welche der drei Karten hast du gezogen? Das interessiert mich. Du meinst da? Hm. Müssen wir meine Eltern fragen, ob ich noch meinen USB-Stick habe, den ich für Internet hatte. Was? Du müsstest also nicht einmal einen kaufen? Ja, dann probier's aus. Wenn das echt daran liegt? Ich weiß es nicht. Ich meine, du meintest ja, aber der Server noch online war. Also es muss irgendwas am PC selbst sein, weil ich wurde nicht von deinem Minecraft-Server geschmissen, das wurdest nur du. Und dein Minecraft-Server ist direkt hinter dir am Laptop, also kann es auch nicht an eurem gesamten Internet gelegen haben. Oh. Ach, endlich darf ich anfangen. Okay, kannst du mir das auch wieder ziehen. Ja, dann mach mal. Los. Hä? Du bist dran. Jedes Mal, wenn Ausrüstungszauberkarte. Okay. Erstmal zieh ich ein paar Karten. Hey. Du machst schon wieder das Gleiche. Vielleicht bringt ihr mir nichts mehr auf der Hand, ich weiß es nicht, fuck. Und den schmeißen wir auch mal eben weg. Okay, hab ich den gezogen. Das ist nicht schlecht. Das ist scheiße. Möchte ich eigentlich behalten, dann schmeiße den weg. Höh, den kann ich sogar aktivieren. Kann ich den dafür verwenden oder wie? Wahrscheinlich. Oh Gott sei Dank, ich hab Glück. Ich habe nämlich den da. Wen denn? Ah. 2500 ATK. Mhm. Die könnten Brecke wehtun. Du bist Yugi. Du hast 2600 Verteidigung. Wirklich? Glaubst ich warte du einfach das? Auf meine erste Ausrüstungszauberkarte. Ja, okay, dann tut das. Ah, das hat ja lang gedauert. Warum bist du so schnell? Ah, lol. Ah, okay, jeder Spieler kriegt 1000. Okay, ah, okay, verstehe ich.
Er war es ja wirklich! Ich bin so genial! Nein, das macht bei dem keinen Sinn. Gott, bin ich genial. Ich hab's echt vorher geahnt. Krass. Und wie viele Monster hast du schon auf dem Friedhof? 4. Oh, das ist ja schon mal gut. Vielleicht noch ein paar. Eins weniger. Naja, ich kann eh nicht mehr als 3 pro Runde. Oh, du kannst meinen Monster sogar töten, mein anderes. Achso, nee, du machst natürlich wieder den Trick, mit dem du jetzt sowieso einmal pro Runde mein Monster einfach so in Luft auflösen lassen kannst. Aber ich glaube, ja mal wieder sehr geil. Warte, muss ich da einen Effekt für aktivieren? Nee, das geht einfach so. Ach so, ich kann auch auf die Karte drücken. Ja, du musst halt eine Karte abwerfen. Schau mal, wen ich jetzt wegschmeiß. Ah, so witzig! Wir gewonnen so Zeron. Ja, steht da auch. Komm schon. Ah, toll. Monster auf der Spielfeldseite werden nicht als Ereignis. Hä? Wie dürfen Sie das verstehen? Achso, wenn sie gleiche ATK haben, dann geht's nicht kaputt, oder was? Bingo. Hä? Okay, was ist denn das für eine Karte? So, kann ich den aktivieren? Ja, kann ich, okay. Ich will jetzt deinen Amulettdrachen sehen, Dennis. Ja, ich glaube nicht dieses Duell. Nicht in diesem Duell? Wieso? Wie oft sollen wir denn noch spielen, Mann? Das wird 2 Stunden Fahrt. Nein, denn... Danke. nein. Warte, kannst du zweimal angreifen mit dem? Oh. Kann ich komischerweise nicht. Das wundert mich am allermeisten. Was? Ich dachte, das steht da. Warte, mach mal die Karte weg. Da behalte ich meine Lebenspunkte. So, nee, erst denn, nachdem du einen Effekt annulliert hast oder so, irgendwie so. Was, echt? Ach, scheiße, ich hab ein zweites Monster auf dem Friedhof. Fucking shit. Das kotzt aber an. Oh, Monster Reincarnation. Oh, okay, da ist deine Skull weg. Da ist die wieder da, okay. Das macht keinen Unterschied mehr. Ich hätte die andere eh nicht spielen können. Und sie wäre 100 zu schwach gewesen. Und du kannst sie einfach eh zerstören. Nein, anscheinend kann ich eine offene Karte anklicken. Stimmt, das steht da. Und dann eine offene Karte wählen. Und jetzt ziehe ich den. Jetzt hätte ich den von Anfang an in der Hand gehabt. Nein, ich hatte wieder Wächter von Gral, den ich nie spielen kann. Den hatte ich von Anfang an in der Hand. Wächter Brachialsense ziehe ich jetzt. Hätte ich den vorhin in der Hand gehabt, als du Wächter Iatos mit deinem Effekt zerstört hast, hätte ich ihn nämlich instant spezial beschwören können. Aber so, 1:0 für dich. Ah, okay, jetzt kann ich zumindest den spielen. Wieso machst du dir die Mühe jetzt eigentlich, das Duell hinauszuzögern, wenn du einfach angreifen könntest? Ich kann doch auch angreifen. Was ist dein Problem? Ja. Yep. Aber es hätte eine halbe Sekunde schneller gehen. Mein Gott, scheiß doch drauf! Ja, yep, ich scheiße auf so ziemlich alles. Kann ich mal aufhören, den zu ziehen? Der bringt mir in der Hand nichts. Kann ich mal anfangen, den nochmal zu ziehen und nochmal und nochmal? Oh, jetzt ist er wieder so stark. Ich will mal eine gottgleiche Hand haben, aber krieg ich glaube ich nie. Da musst du wohl früher aufstehen, ja. Mehr Glück haben. Ich kann warte, jetzt kann ich zumindest das machen, jetzt kann ich den loswerden. Du, okay. Lol, das habe ich zweimal im Deck, ist ja witzig. Das geht weg. Dann geht das hier weg. Dann wird das hier aktiviert. Damit das hier wieder vom Friedhof zurückkehrt. Dann wird das hier aktiviert. Ich habe den schwarzen Magier dreimal im Deck. Warum ziehe ich den eigentlich nullmal?
Naja, du magst halt die Drachenritterin. Dann beschwöre ich noch den da. Du dann weißt, dass dein Monster immer noch schwach ist. Setz ich das hier, dann mache ich das hier. Jetzt kommt er mit Brachialsense. Annulliert das jetzt oder was macht das? Wait, what? Tada! Mein Körper als Schutzschild für meinen Wächter Iatos, den ich so sehr mag. Okay. Denke ich. Wäre natürlich auch cool gewesen, auf der Hand zu haben, das Monster, aber dann hätte ich es auch zugelassen, dass du ihn zerstörst, aber das war ja nicht der Fall. Deswegen. Du bist dran mit irgendwas. Hä? Warte, hast du angegriffen? Noch nicht. Ich habe erst auf Battleface gedrückt. Jetzt greife ich an. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ja, und was machst du jetzt? Schauen wir mal, was ich so alles da reinlegen kann. Magische Hüte. Einmal die Karte, die mag ich nicht. Und dann nehmen wir eine davon. Na, die eine ist eh kacke. Und die andere, die opferst du ernsthaft? Na gut. Ja, ich keine Ahnung, das sind so viele andere gute Karten. Die Karten, würde ich mir in schwarzen Magier holen kann, die schmeiß ich nicht weg. Frag mich, ob ich jemals Glück haben werde und tatsächlich mal das Monster treffe. Scheinbar ja nicht. Ist mir noch nie gelungen. Magische Hüte hat sich echt gelohnt für dich bisher. Jedes Mal ist dein Monster am Leben geblieben. Gott, bin ich froh. Endlich konnte ich mal die Zerstörung meines guten Monsters verhindern. Weißt du, wie mich das freut? Megamäßig. Und du holst dir ein Mädel zurück. Kannst du sie etwa... Nee, das kann nicht sein. Du kannst den Effekt... Du kannst es nicht nochmal machen, oder? Doch. Aber das Problem ist, dann habe ich keine Karte mehr in der Hand. Das ist gerade das, was meinen Plan komplett ruiniert. Du kannst das... Wie kannst du das denn nochmal machen? Hast du diese komischen Hermos und Kretos? Hast du die mehrfach im Deck? Ja, oder? Natürlich habe ich die mehrfach im Deck. Was? Das ist unrealistisch. Die gibt's doch nur einmal auf der Welt. Ist doch mir egal. Ich meine, du kannst die auch ziehen, wenn du sie vorher nicht im Deck drin hattest. Also von dem her... Du willst mir nur mehr durch lange Schaden machen, oder? Hätte ich mit Monster Reborn direkt die fertige auswählen können. Aber nein, das ging ja nicht! Ach so, stimmt, die liegt da ja unten drin. Fieser Trick, ne? Ja, eine Ausrüstungszauberkarte, lol. Willst du noch stärker werden, oder was? Hä? Warte mal, die habe ich aber noch nicht gesehen. Ja, yep, die habe ich, glaube ich, auch noch nie benutzt. Annulliere andere Zaubereffekte. Oh ja, und zerstöre die andere Karte, die ich jetzt wieder in meiner Hand habe, weil sie toll ist. Und dann mache ich das. Zerstöre die Karte, weil sie mich nervt. Und dann zerstöre ich dich. Oh, und ich darf deine Drachenritterin auswählen. Ja, toll. Und verbanne sie. Ja, die hat wahrscheinlich die Einstellung, dass man sie nicht besser beschwören kann auf die Art und Weise, wie ich wollte. Dann möchte ich dich doch noch ein bisschen buffen. Ist sie noch nicht stark genug? Willst du noch stärker haben? Definitiv nicht stark genug, richtig. Schade, dass ich die mit dem durchschlagenden Angriffsschaden nicht habe, sonst wärst du K.O. Aha! Dieses Monster ist so sinnlos, weil du immer meine Monster zerstörst und ich nichts habe, um zu überleben, wenn du einen reinen Angriff auf mich machst. Ansonsten ist ja eigentlich super, um an ganzen Zauber- und Fallkarten zu kommen. Beziehungsweise an die Zauberkarten, an die ganzen Demeos-Karten. Oh, hi. Warte, was? Ich kann das andere Monster aktivieren? Wieso das denn? Ja, weiß ich doch nicht! Lies doch deine Effekte durch! Der will sich einfach nur automatisch aktivieren. Das macht nichts, macht keinen großen Sinn. Das ist also gleich, wenn du drauf drückst.
Oh, wieso wusste ich, dass dein Kuriban-Dieb schwächer ist als mein Monster? Weil du Ja, mir ist mir verraten klar, hast. dass er schwächer ist. Weil ich nie ein Monster habe, kann ich den nicht direkt spielen, um seinen Effekt zu nutzen. Mir aber nicht verraten müssen, dass es der Kuriban-Dieb ist. Dann hätte ich das nämlich nicht gemacht und das Duell wäre länger gewesen. Oh Oh, jetzt Gott. habe ich zumindest Das den ist aber. gezogen. Okay. Glaubst du, dass du mich in einem Zug umbringst? Nee, glaube ich jetzt nicht. Glaube ich auch nicht. Du kannst doch nur die Zauberkarte behalten, richtig? Ja. Wieso ist der dann so wichtig? Also ich meine, du. Ich meine, klar, du kannst damit deine Klaue holen oder wie Jetzt das muss Ding ich heißt. ernsthaft was abschmeißen von meiner Hand. Ja, Hast du okay, hier Enfield den da. gedrückt? Lol. Ja! Super! Kannst du mit 4000 Schaden machen? Oh. Vielleicht? Warte, das ist meiner! Der war zweimal im Friedhof, Dennis. Naja, kann sein. Du kannst mir 4000 Schaden machen, kann das sein? Nein, kann ich nicht. Ich Oh, bestreite es. danke. Oh. 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 Oh, Das warte. Kuribund an. Ich habe was vergessen, das hier. Oh, stimmt, Die verdammt, ist ja auch kann da ich. reingegangen. Ja, naja, ich hab's gesehen, aber den wollte ich nicht wiederbeleben, das macht ja keinen Sinn. Ja, na, egal, ich hab dein cooles Monster, danke, wenn ich schon keine Eatos hab. Wenn ich die nächste Runde ziehe, kann ich ihn Fall immer noch beschwören. Solange mein Friedhof ohne Monster ist, kann ich den immer instant Jetzt hat beschwören. dein Monster 3000 ATK. Was soll ich denn jetzt dagegen hinstellen? Irgendwas mit 3000 ATK. Oder 3000 Defense. Glaubst du, ich habe sowas im Deck? Nein, und das ist auch scheiße, weißt du, selbst wenn du diesen einen hättest mit 2,6 Defense und eine Zauberkarte hättest, die ihm 500 Defense gibt, du könntest sie nicht benutzen, solange er verdeckt ist. Das ist echt kacke dann. Tja, ich glaube, das sieht gerade echt nicht gut für dich aus. Weißt du was? Ich mach das jetzt einfach nochmal. Du traust dich aber was. Ja. Nein. Kannst du meinen Angriff einfach nochmal blocken? Oh, du hast eine bekommen, du hast eine bekommen! Ja, aber Diesmal von komischerweise, Joey! naja, nicht den richtigen. Und jetzt muss Du ich hättest die wahrscheinlich andere wieder was rübergehauen. wegschmeißen, oder? Ja, jetzt muss ich was wegschmeißen. Kannst du nicht wenigstens irgendeine Karte irgendwo verdeckt setzen, damit dir das nicht passiert? Da die weg. Oder wolltest du sie opfern? Ach, was machen wir denn da Schönes? Weißt du nicht, was du machst? 3000 Schaden, außer das Kuribo, das richtige Kuribo. Hast du tatsächlich. Na also, okay. Okay. Warte, wie stark ist das Viech eigentlich? Würde ich jetzt gerne wissen. Ich wünschte, ich könnte mir deine Okay, ich mach's Expertise aber auf abnehmen. jeden Fall. Es wird spannend. Ach, ich kann nicht. Ach, fick dich doch, Spiel! Geht nicht, wenn er auf dem Feld ist oder wo ist das Problem? Weil ich ihn mit dieser Karte beschworen habe. Kannst du keinen anderen Monster beschwören? Ich kann Oh. keine Spezialbeschwörungen mehr machen. Das ist aber schlecht. Jetzt kann ich dein Monster zerstören. Ja, das geht mir doch leicht auf den Sack. Soll ich ihn am Leben lassen, damit es spannender wird? Vielleicht hast du ja auch Angst vor meinen Zauberfallen, Kahn. Die eine da soll mir die Angst machen. Ja. Was sollst du sonst machen? Da liegen oder wie? Ja gut, das tut's Na, auch, pass auf. Na gut, dann greife ich an. aber es würde Hier ja Angst hast machen, du. weißt Mach mir Angst, los. Oh, war aber nicht sehr angsterregend. Ich habe übrigens jetzt endlich Gral Schwerkraft-Axt gezogen. Jetzt brauche ich nur noch das 5-Sterne-Monster. Kann ich die endlich mal benutzen? Krass wäre das. Okay, Naja, kann was ich. soll's, ich glaube, Okay, das dann reicht. müssen wir es halt jetzt so machen. Gut, dass ich ihn zerstört habe. Ui, da ist er wieder.
Nein. So, ich hoffe, dass der irgendwelche Effekte hat, um sich stärker zu machen. Er hat auf jeden Fall einen Effekt. Jetzt hast du den Amulettdrachen geschafft, endlich. Okay. Wo ist der Effekt? Ich kann gerade Zauberkarten auswählen. Wo kommt denn der? Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, wähle eine beliebige Anzahl Zauberkarten in beliebigen Friedhöfen, mindestens eins. Verbanne die gewählten Ziele. Und falls du dies tust, erhält diese Karte 100 Attack für jede durch diesen Effekt verbannte Karte. Falls diese Karte zerstört wird, du kannst ein Monster vom Typ Hexer in deinem Friedhof wählen, beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Krass, du kriegst jetzt also einen Haufen ATK, stark genug, um mich zu schlagen. Warte. Ich hätte meine Ausrüstungszauberkarte letzte Runde doch schon benutzen sollen. So, und ich aktiviere noch die Karte. Aber mal schauen, was sie so zieht. Die kann weg. Die kann weg. Da holt sich Yugi sein Ass im Ärmel raus. So sieht's aus. So, jetzt machen wir einen Direktangriff. Danke, jetzt liegt er wieder auf meinem Friedhof. Ach, fuck, und jetzt zieh ich die. Ja. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt, ja. Doof. Nein. Siehst du, dass mein Friedhof noch komplett leer ist? Und du hast 18 Karten auf dem Friedhof! Also, WTF? Ja, ich schmeiß halt viel weg. Du weißt, wenn ich Wächter Iatus ziehe, bist du am Arsch, weil der stärker ist. Kannst du den einfach direkt spielen? Jetzt nicht mehr, weil ich Monster im Friedhof hab, danke. Ja, also, das ist jetzt echt scheiße. Das ist Game Over. Ganz im Ernst, warum? Warum nicht? Jetzt ist eh schon alles wurscht. Los geht's. Was macht diese Karte? Ach, das ist für die Ausrüstungszauberkarten, oder? Oder? Ach, das ist die Karte wieder. Okay. Warum ist die permanent? Kannst du das jede Runde machen, oder wie? Jetzt habe ich gerade Gral Schwerkraft-Axt weggeworfen und rate, wen ich ziehe. Wächter von Gral. Richtig. Ja, gut. Aber ich habe auch das gezogen. Oh, okay. Guck mal. Der liegt da auch noch. Es wird echt schwer für mich. Ich kann eigentlich schon gar nicht mehr so wirklich gewinnen. Ich habe auf dem Friedhof... Ey, lass mich meinen Friedhof anschauen. Er wird einfach wieder ausgeblendet. Was soll denn das? Ach komm, mach doch sowas nicht. Lass mich endlich meinen Friedhof anschauen. Hallo? Okay, jetzt ist egal. Jetzt sind, glaube ich, zwei Monster auf dem Friedhof. Lass mich wenigstens mal reingucken, WTF. So, ja, weil jetzt was passiert. Ja, ich habe zwei Monster auf dem Friedhof. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Das ist Game Over. Außer diese Karte. Oh nein, er hat eine Karte gespielt, die mich umbringen wird. Ich habe zwei Monster in der Hand, die ich gerade nicht spielen kann. Das ist... Naja, das ist nicht so gut für dich. Naja, 5 und 8 Sterne halt. Oh, cool. Warum kann ich dich noch setzen? Habe ich keinen schwarzen Magier mehr? In meiner... Warte, zwei schwarze Magier liegen auf dem Friedhof, oder? Ja. Oh, schade. Drei. Alle drei liegen auf dem Friedhof. Okay, dann kann ich mit der Karte eh nicht viel machen. Du, was? Nein, tu das nicht. Damit hast du genauso viel, wie ich Lebenspunkte hab. Ist dir das eigentlich bewusst? Ja, wieso? Oh. Was? Oh, wegen meinem Bogen. Wenn du einen Effekt auf mein Monster tust, wird das annulliert und ich darf nochmal angreifen. Da bin ich platt. Da hat die OP-Ness gewonnen. Von der verrückten Power von Joey und Yugi. Das ist zu beneiden. Der hat wirklich die ganze Zeit keine Chance gehabt gegen Yugi und seine OP-Karten. Darts? Ja, du bist ja nicht Darts. Ja, ich bin Raphael.
Aber der arme Darts wird ja im Finale ja, umgebracht. Das kommt doch erst noch. Gegen diese ganzen OP-Karten. Das kommt doch erst noch, wenn wir noch einen dritten finden und das irgendwie in einem Team-Duell gescheit hinbekommen. Könnte dann eine Weile dauern. Willst du eigentlich das allerletzte Duell machen? Der große Leviathan gegen Yugi Joikai, oder? 3 gegen 1 geht noch schlechter. Wobei das eigentlich kein richtiges Duell war. Man da auch einen Tag draus und der eine spielt auf der falschen Seite, kämpft aber trotzdem irgendwie gegen den anderen. Frag mich nicht, wie der das macht. Jetzt sind wir doch eigentlich mit Staffel 4 fertig, weil wir Darts und Yugi Kaiba das Dreierduell erstmal nicht machen, so wie all die anderen Dreierduelle. Großer Leviathan gegen 3 Leute ist auch schlecht nachzumachen. Dann ist Staffelende. Dann heißt es doch... Ehrlich gesagt, hat der Leviathan überhaupt ein Deck? Nein, es ist einfach nur der große Leviathan gegen 3 Leute, die ihre Karten in die Luft halten, damit sich die Monster beschwören, ohne Regeln. So wie immer halt. Glaube ich. Oder? So ähnlich. So wie immer halt. Vor Staffel 5 kommt jedenfalls Yu-Gi-Oh! Der Film. Oh ja, stimmt. Gut, dann will ich auf jeden Fall sagen, wir werden nicht vergessen. Ciao. Tschüss.